Mein Thema ist, wie das Grundeinkommen Zeitsouveränität für Lifestyles, verschiedene Lifestyles of the Growth schafft. Und ich will zum Schluss darstellen, dass es am besten geht mit einem grünen Grundeinkommen. Was das heißt, werde ich dann sagen. Ja, die bisherige Debatte, die ich hier mal schlaglichtartig aufgeschrieben habe, ging ja um reduzierte Bürokratie als Vorteil eines Grundeinkommens, eine freiheitliche Reform des Sozialstaates, um Grundeinkommen als Umverteilung, um Grundeinkommen als Befreiung der Arbeit, nicht Befreiung von Arbeit, sondern als Befreiung der Arbeit zu mehr souveräner Arbeit, selbstbestimmter Arbeit und als Mittel mehr Kreativität zu ermöglichen. Darüber will ich heute nicht reden, ein bisschen über den Punkt Befreiung der Arbeit, aber erstmal will ich reden über den Punkt Ökologie-Wachstumskritik, weil der in der Grundeinkommensdiskussion bisher unterbelichtet ist. Wir haben ja in der Wachstumskritik haben wir zu konstatieren, dass wir so etwas haben wie ein produktivistisches Wirtschaftssystem. So viel wie möglich soll produziert werden. Und dazu gibt es eben auch Subjekte, die das mitmachen, die Produktivsubjekte. Und was passiert jetzt mit einem Grundeinkommen? Ein Grundeinkommen wird mehr ökonomische Sicherheit schaffen. Man hat eine finanzielle Sicherheit. Es wird aber auch mehr soziale Sicherheit schaffen. Man fühlt sich mehr anerkannt in der Gesellschaft. Und der zweite Punkt ist, ein Grundeinkommen gibt mehr Gleichheit. Ne? Ein Grundeinkommen muss irgendwo finanziert werden. Man muss es immer, egal wie man es macht, von denen holen, die irgendwie mehr verdienen. Ob ich es durch Vermögensteuer mache, durch Einkommensteuer, über Ökosteuern, wie auch immer. Immer werden es die Reicheren irgendwie zahlen müssen. Und dieses mehr Gleichheit ist aber nicht nur in ökonomischer Hinsicht zu verstehen, sondern auch in sozialer. Ich fühle mich gleicher in einer Gesellschaft mit Grundeinkommen. Und wozu führt das in Bezug auf das Produktivsubjekt? Ich werde dann nur noch die Erwerbsarbeiten annehmen, in denen ich auch einen Sinn sehe. Es reduziert also die Erwerbsarbeiten, die ich für nicht so sinnvoll halte, aus Sicht meiner eigenen Entwicklung heraus, wo ich sage, das bringt mir nichts, die ich in sozialer Hinsicht für nicht sinnvoll halte, vielleicht irgendwelchen Leuten was zu verkaufen am Telefon oder die ich auch in ökologischer Hinsicht für nicht sinnvoll halte. Das ist keine reine Theorie, man kann das sehen. Hier bei Wilkinson Pickett, die haben das mal verglichen, wie Ungleichheit von Gesellschaften zusammenhängt mit der Zahl der jährlichen Arbeitsstunden, die geleistet werden. Und da sieht man hier, relativ ungleiche Gesellschaften wie die Vereinigten Staaten, die haben hohe jährliche Arbeitsstunden und etwas gleichere wie die skandinavischen, hier in Norway zum Beispiel, die haben weniger jährliche Arbeitsstunden. Das ist kein exakter wissenschaftlicher Beweis, aber ich finde, das ist ein Hinweis darauf, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen Ungleichheit und der Zahl der Arbeitsstunden, die angeboten werden auf dem Arbeitsmarkt. Und es gab auch ein Experiment mit Grundeinkommen, das in Kanada in den 70er Jahren. Und ein Ergebnis dieses Experimentes war, dass das Arbeitsangebot, gemessen in jährlichen Arbeitsstunden, um 1-7% zurückging. Also auch die Praxis zeigt, dass an dieser Theorie irgendwas dran ist. Man kann also sagen, die Arbeit wird weniger werden und diejenige Arbeit, die überbleibt, das muss ja irgendwie eine authentischere sein. Wir wissen nicht im Einzelnen was. Für den einen ist es vielleicht authentisch, irgendwie auch Sportwagen zu produzieren. Das mag sein, dass er das gut findet. Für den anderen ist es authentischer, Gemüse anzubauen. Was auch immer für den Einzelnen authentisch ist, die werden nur noch das machen, wo sie mehr Sinn drin sehen. Das ist jetzt von der Produktionsseite her. Zur Ökonomie gehören zwei Seiten, Produktionsseite und Konsumptionsseite. Und passend zum Produktivismus gibt es auch eben eine Kultur des Mangels und entsprechende Subjekte, die einen Mangel empfinden. Und was macht ein Grundeinkommen mit diesem Mangelempfinden? Durch die höhere Gleichheit, die gespürt wird, wird das Mangelempfinden reduziert werden. Ich fühle mich mehr in einer Situation der Fülle, wenn ich ein Grundeinkommen habe. Und durch die höhere Gleichheit wird auch dieser Statuskonsum weniger werden. Ich brauche nicht irgendwas zu konsumieren, um anzuzeigen, hier, das habe ich auch. Ich bin eigentlich auch ein bisschen höher auf der gesellschaftlichen Leiter, als ich vielleicht in Wirklichkeit bin. Das wird also auch von der Konsumptionsseite her
die Wirtschaft reduzieren. Was dann überbleibt an Konsum, das nenne ich auch eine authentischere Kultur. Das kann ich auch wieder nicht substanziell begründen. Ich kann nicht sagen, was ist authentisch. Ich weiß aber, diese störenden Einflüsse, dass ich nur aus Statusgründen konsumiere, die sind dann verringert durch Grundeinkommen. Die sind nicht ganz weg. Und das gibt immer das Bedürfnis in der Gesellschaft, sich auch vielleicht irgendwie zu inszenieren und so weiter. In einer modernen Gesellschaft gibt es diese Bedürfnisse, aber sie sind verringert. Mehr die Anerkennung da ist. Und dazu trägt ein Grundeinkommen bei. Man könnte das Grundeinkommen auch als Authentizitätspauschale bezeichnen. Wir werden weniger produzieren und konsumieren, aber es wird authentischer sein. Ja, das ist nochmal meine erste These zusammengefasst. Grundeinkommen stützt Zeitsouveränität und das stützt wieder die Growth. Mehr Gleichheit und mehr Sicherheit des Grundeinkommens stützen Zeitsouveränität als Abwesenheit äußerer Zwänge, eine Verwendung der Lebenszeit jenseits von Aktivitäten, die nur zur Sicherung der materiellen und sozialen Existenz vorgenommen werden müssen. Und das wird insgesamt zu weniger Erwerbsarbeit, zu Degrowth führen. Man könnte auch mit Erich Fromm sagen, zu einer Stärkung der Existenzweise des Seins, statt des Habens, des Haben-Müssens. Wenn wir uns jetzt mal Lifestyles of Degrowth, das wäre meine zweite Abteilung jetzt hier, Lifestyles of Degrowth angucken, die in der Debatte vertreten werden, prominent etwa von Nico Pech. Der hat dieses Modell, 40 Stunden Arbeitszeit haben wir jetzt. Und ja, wie ändern wir das? Wir lassen ungefähr die Hälfte in der Marktökonomie und die andere Hälfte machen wir durch Subsistenzarbeit. Entweder machen wir das selber oder wir produzieren irgendwie gemeinschaftlich. Und ein ganz kleiner Anteil in seinem Modell ist eigentlich nur dieses hier, die Suffizienz. Und auch nur da steht interessanterweise Zeitsouveränität. Denn das andere wird zumindest von Nico Pech selber nicht unbedingt als Erhöhung der Zeitsouveränität konzipiert, ne, die Subsistenzarbeit. Und da will ich so ein bisschen dann anknüpfen. Und mal die Frage stellen, welche Lifestyles of Degrowth gibt es eigentlich, die diesen Anspruch haben, Zeitsouveränität zu gewinnen? Denn es könnte ja sein, dass es diese Subsistenzarbeit auch sehr mühselig ist und wir gar nicht irgendwie viel mehr Zeit zum Philosophieren und Gitarre spielen und was wir vielleicht gerne machen wollen, dann haben. Meiner Auffassung nach gibt es verschiedene. Ich habe das mal genannt, Work Lifestyles of Degrowth, die mit Grundeinkommen möglich sind. Das ist heute 40 Stunden Erwerbsarbeit, dass die 40 Stunden nicht unbedingt stimmen, soll hier nicht interessieren, es geht ums Prinzip. Das, was Nico Pech vorschlägt, ist das, ne? 20 Stunden Erwerbsarbeit und dann 16 Stunden, hat er nicht ausdrücklich gesagt, aber das ergibt seine Grafik, Subsistenzarbeit und gemeinschaftliche Arbeit. Die freie Zeit ist nur das hier. Aber warum kann ein Lifestyle of Degrowth nicht auch anders aussehen, dass ich sage, ja, ich mache 28 Stunden Erwerbsarbeit und gar nicht Subsistenzarbeit und auch nicht Bürgerarbeit. Ja, ich mag das, irgendwo hocheffizient irgendwo arbeiten zu gehen und möchte gar nicht alles gemeinsam irgendwo ausdiskutieren. Und dann habe ich aber viel mehr freie Zeit. Könnte ja auch ein Lifestyle of Degrowth sein, ne? Von 40 Stunden runterzugehen auf 28 Stunden, weniger zu arbeiten, auch weniger zu konsumieren. Wäre auch eine Schrumpfung des BIP. Oder der umgekehrte Fall, dass ich sage, ich mache noch weniger Erwerbsarbeit, nur 10 Stunden und dafür 36 Stunden Subsistenzarbeit und Bürgerarbeit und habe dann natürlich gar keine freie Zeit mehr. Wenn ich das so möchte, wenn das für mich authentisch ist, warum nicht? Also alle drei sind mögliche Lifestyles of Degrowth. Warum? Weil alle drei, das habe ich durch die gestrichelte Linie hier des Outputs, dessen, was ich produziere an Waren und Dienstleistungen, angedeutet, alle drei führen zu weniger Produktion, ne? Und auf verschiedene Art und Weise, mit verschiedenen Mix von Erwerbsarbeit, Subsistenzarbeit und Bürgerarbeit. Ich bin hier von einer Voraussetzung ausgegangen, das steht auch unten, dass Subsistenzarbeit und Bürgerarbeit, dass die etwas weniger effizient sind, dass ich also für den gleichen Output länger brauche. Wenn ich Ansprüche an Partizipation ernst nehme, dann muss ich das lange ausdiskutieren und das braucht einfach länger. Jeder, der mal in einer Genossenschaft das ernsthaft versucht hat, der weiß das. Ich mache das auch übrigens. Also verschiedene Work-Lifestyles of Degrowth sind denkbar. Das wäre eben meine These 2. Grundeinkommen erlaubt verschiedene
die Growth-Work-Lifestyles, darum geht es mir ja auch. Andere Lifestyles erlaubt natürlich Grundeinkommen, aber hier geht es mir um die Work-Lifestyles. Und Zeitsouveränität bedeutet mit dem Grundeinkommen Wahlmöglichkeit. Der individuelle Mix aus Erwerbsarbeit, Subsistenz und Bürgerarbeit kann nach persönlicher Präferenz erfolgen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, von der ganzen Gesellschaft irgendwie zu erwarten, dass sie diese Formen, die jetzt in der Degrowth-Bewegung angetestet werden, die ich auch ganz gut finde als Alternative, aber es macht keinen Sinn zu erwarten, dass die ganze Gesellschaft auf solche Formen Lust hat. Und alle Formen können diese Haben-Orientierung, mit Erich Fromm gesprochen, abbauen und zu Existenzweisen des Seins führen. Was es bedeutet, werde ich jetzt nochmal zeigen. Das wäre dann mein dritter Punkt. Also die Haben-Orientierung als Gesellschaftscharakter. Das bedeutet ja, dass ich eine Beziehung zur Welt habe, wo ich versuche zu besitzen und von Dingen Besitz zu ergreifen. Und die Ursache, die der Fromm sieht, ist eine Fremdbestimmung, zum Beispiel in der Industriegesellschaft, aber auch im Patriarchat und so weiter. Und ist auch der egoistisch machende Kapitalismus oder der egoistisch prozessierende Kapitalismus. Und wenn ich jetzt ein Grundeinkommen habe, warum wird das abgebaut? Dieser Gesellschaftscharakter, wie Fromm sich ausdrückt, dieser Haben als Gesellschaftscharakter. Ich baue es ab durch Subsistenzarbeit und Bürgerarbeit, indem ich die selbst gestalten kann. Das ist das Konträre zur Fremdbestimmung. Ich baue es aber auch ab dadurch, dass ich eben in diesen Sphären kein Gewinnstreben habe. Das ist das Konträre zum egoistischen Kapitalismus. Aber auch durch Erwerbsarbeit kann ich diesen Haben-Charakter abbauen. Weil ich nämlich durch ein Grundeinkommen in der Erwerbsarbeit mehr mitbestimmen kann, was Produkt angeht, was die Produktion, die Art und Weise, wie ich etwas produziere, angeht. Und ich habe durch das BGE auch die Option auf sozialere Unternehmensziele. Die Unternehmen sind angewiesen auf Mitarbeit und ich kann mehr bestimmen, was die Unternehmensziele sind. Wenn die Leute sozialere Unternehmensziele haben wollen, dann werden die einen höheren Rang kriegen. So, jetzt habe ich da jetzt noch so grüne Sachen eingeblendet. Ein grünes BGE, ein Grundeinkommen, was zu einem großen Teil über Ressourcensteuern finanziert wird, wird diese Tendenz, die ich eben beschrieben habe, nochmal verstärken. Es wird nämlich eine Gewichtsverschiebung geben von Arbeitskosten zu Ressourcenkosten. Und was bedeutet das für den Charakter der Arbeit? Das bedeutet, dass ich Langsamkeit als Option reinbekomme in die Erwerbsarbeit. Die Produkte, die langsamer produziert werden, die aber vielleicht weniger Ressourcen verbrauchen, weil ich da länger mir Gedanken drüber mache, sorgfältiger arbeite in einem Handwerk zum Beispiel oder auch sorgfältiger plane, die sind dann konkurrenzfähiger, wenn der Anteil der Ressourcenkosten im Verhältnis zu den Lohnkosten steigt. Also das, was wir eigentlich wollen, das wird dadurch nochmal extra gestützt. Ja, auch eben ein grünes Unternehmensziel wird dann konkurrenzfähiger. Das ist, was wir eigentlich wollen, dass die Produkte mit wenig Ressourceneinsatz bevorzugt werden. Ja, und das, worauf wir eigentlich hinaus wollen, das wäre mein letzter Punkt, die Förderung von Existenzweisen des Seins, wie Fromm sich ausdrückt, die wird auch gefördert durch diese verschiedenen Lifestyles of the Growth. Was meint er mit Existenzweisen des Seins? Er spricht von lieben, lernen, sprechen, lieben, für jemanden sorgen, statt ihn zu kontrollieren, lernen für die Erkenntnis, für die Sache, statt für irgendeine Prüfung, statt instrumentelles Lernen und sprechen, um eine Sache klarzukriegen, für den Diskurs, nicht um Recht zu behalten. Das sind für ihn Existenzweisen des Seins. Und wie kann ich diese Existenzweisen des Seins realisieren? Durch Subsistenzarbeit und Bürgerarbeit? Ja, da kann ich durch die Selbstbestimmung dafür sorgen, dass ich so vorgehe. Aber auch in der Erwerbsarbeit kann ich durch die Bestimmungsmacht, die ich habe, durch die Freiräume, die finanzielle Sicherheit im Rücken, kann ich sagen, ich nehme nur eine Arbeit an, wo das für jemanden Sorgen im Mittelpunkt steht. Oder ich studiere nur etwas, wo die Erkenntnis im Mittelpunkt steht und nicht der schnelle Prüfungserwerb. Und so weiter. Ich fördere also durch beide Formen der Arbeit diese Seinsorientierung. Und genauso ist es eben auch mit der Aktivität. Fromm drückt sich so aus, statt Geschäftigkeit freudig die eigenen Fähigkeiten nutzen. Das kann ich in der Subsistenzarbeit, in der Bürgerarbeit, aber auch in der Erwerbsarbeit mit Basic Income, weil ich mitbestimmen kann.
ich will zum Schluss noch sagen, warum eben ein grünes Grundeinkommen das besonders fördert. Wieder eben Langsamkeit als Option bekomme ich damit rein, wenn ich Ressourcensteuerung habe. Und ja, diese finanziellen Freiräume für Lieben, Lernen, Sprechen, auch in der Erwerbsarbeit, die werden einfach größer, wenn diese Gewichte sich verschieben. Wenn Arbeitskosten nicht so zu Buche schlagen, sondern eher Ressourcenkosten. Oder eben diese Mitbestimmung von der Produktion, die das, ne, freudig seine eigenen Fähigkeiten nutzen, statt Geschäftigkeit. Diese Mitbestimmung wird größer, wenn ich eben auch ökonomisch konkurrenzfähig bin, wenn ich zeitaufwendige Qualitätsarbeit leisten kann und wenn ich mir das auf dem Markt leisten kann. Abschließend meine These 3, eine grüne Finanzierung des Grundeinkommens stützt die Seinsorientierung in der Erwerbsarbeit. Eine Finanzierung des Grundeinkommens über Steuern auf Ressourcen macht langsamere, aber ressourcenärmere Produktionen und Dienstleistungen konkurrenzfähiger. Damit werden Seinsorientierung des liebevollen Sorgens, des Erkenntnisinteresses, der freudigen Aktivität, in Klammern fromm, auch in der marktförmigen Erwerbsarbeit konkurrenzfähiger. Und zudem wird zeitaufwendige Partizipation, die kann ohne ökonomischen Nachteil in stärkerem Umfang dort stattfinden und damit auch stabilere Arbeitsbeziehungen als eine förderliche Umfeld für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, für das, was Fromm das Werden nennt, stützen. So, soweit die Theorie, aber natürlich wäre es schön, das auch mal auszuprobieren, ob das denn alles stimmt, was ich da so theoretisch ableite. Und deshalb möchte ich ganz zum Schluss dafür plädieren, doch mal einen Feldversuch zu machen und es auch wissenschaftlich zu begleiten, den Leuten ein Grundeinkommen zu geben und gucken, wie ändern sich ihre Arbeitsorientierungen. Und ich bin aber überzeugt davon, dass zumindest viel davon, was ich angesprochen habe, auch eintreten wird. Schönen Dank erstmal. Vielen Dank, Ulrich.